Unser Ziel ist es, mit dem Gewicht 200.000 zu erreichen. Wird natürlich ein bisschen schwer. Bisschen sehr schwer sogar. Aber ich bin gespannt, ob das möglich ist. Und das Teil hat jetzt auch viel mehr Energie, seitdem ich es geupgradet habe, oder? Ja, ich glaube, das Teil wird viel mehr Energie haben, Leute. Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin wieder Learn to Fly 3. Und wir machen weiter, denn wir sind momentan bei Tag 44, so lange schon. Wir können die Zeit vorspulen, ne? Aber wir haben den Nuklearreaktor auf maximalem Level, okay? Was ziemlich krass ist, und das Ding ist, wir haben so vieles auf maximales Level. Wir haben alles auf maximales Level. Wortwörtlich alles. Wir müssen das hier ändern, Leute. Also entweder wir ändern... Nee, das ist schon das Beste, oder? Half-Life confirmed. Was genau? Okay. Wir müssen erstmal den Körper ändern, auf jeden Fall, oder? Oder wisst ihr was? Ich verkaufe erstmal so einen Pinguin hier und versuche mal, was anderes zu nehmen. Das ist 8 Gewicht. Ist ein bisschen viel. Multi-Rockets sind auch nicht so gut eigentlich, oder? Naja, die haben 2 Gewicht. Ha, was soll ich nehmen, Leute? Was denkt ihr? Es ist wirklich schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Okay, Leute, und zwar in diesem Part werden wir überall das Teuerste kaufen. Wir werden wortwörtlich überall das Allerteuerste holen. Und ich will mal gucken, wie das aussehen wird, weil ich meine, wir müssen auf jeden Fall unseren Körper ändern, denn wir werden wahrscheinlich nicht allzu viel Gewicht erreichen, ohne dass wir unser Aussehen ändern oder wie auch immer. Oh mein Gott. Oh Gott, positionier dich bitte nochmal, danke. Okay, komm schon. Und flieg, flieg, flieg. 148.000, schon mal ganz gute Zahlen eigentlich. Ich verdupple mal die Geschwindigkeit. Holy moly, das ist so schnell. Oder ich mach sie wieder normal. Ja, wir sollten über 200.000 kommen, oder? Ja, wir sollten über 200.000 kommen, Leute. Ja, hundertprozentig, oder? Ich meine, ich weiß es ja nicht genau. Komm schon, nein! Moment mal, wieso konnte ich das nicht einsetzen? Wieso konnte ich das nicht einsetzen? Gibt es irgendwie eine Beschreibung hierfür, wie ich das einsetzen kann? Ich habe keine Ahnung, was ich hätte tun sollen da, Leute. So gar nicht. Aber eine Sache müssen wir verändern, denn wir müssen Rocket Kits. Das müssen wir verkaufen, ne? Denn wir brauchen auf jeden Fall einen größeren Körper, wodurch mehr reinpasst. Durch die Space Shuttle. Das könnte ziemlich gut sein, theoretisch. Ich meine, es hat wie viel? Es hat 40 Gewicht, Leute. 40 Gewicht. Es ist ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Sehr viel sogar. Das hat zum Beispiel Space Shuttle sehr viele Slots. Was sehr nice ist auf jeden Fall. Deswegen, ich denke persönlich, wir sollten mal Space Shuttle probieren, oder? Oder Escape Pod. Das hat nämlich Pod Power 4. Keine Ahnung, was es genau ist. Wir testen es aber mal aus. Und gucken, was es macht. Und dann probiere ich noch einmal F1 Bell Nuzzle. Ich wette mit euch, ich muss F1 drücken, um es zu aktivieren. Okay, das war kein lustiger Witz, ich weiß. Und ready, dann lass mal sehen. Take off. Lass mal sehen, lass mal sehen. Ich versuche erstmal natürlich 200.000 so zu erreichen. Wow, was ist das bitte? Alter, das Teil. Kann das Teil sich mal bitte vernünftig bewegen? 150.000 schon? Und wie aktiviere F1? Ne, wie aktiviere ich das jetzt? Ich weiß ja nicht, wie ich das Teil. Ah, so, ich hab's. Wow. Ich hab raus, wie ich das Teil aktiviere, Leute. Das hat, oh, UFOs natürlich, macht sehr viel, wirklich, das meisten Sinn der Welt. Kann man nicht anders sagen, fliegt nach oben, fliegt nach oben, fliegt nach oben. Ja, wir aktivieren es zum Schluss, Leute. Das sieht gut aus. Und wir haben sogar Escape Pod, das heißt, wir kommen noch weiter, ne? Ja, alter Schwede. Und jetzt noch das? 200.000. Sehr gut, Leute, wir haben 200.000 erreicht. Der absolute Hammer, Leute, kann man nicht anders sagen. Ja, mir hat's gefallen. Mir hat's echt gut gefallen. Aber ja, jetzt können wir quasi mit mehr Gewicht versuchen, das Ganze zu machen, weil das hätten wir schon früher machen können. Keine Ahnung, wieso ich mir so lange Zeit lasse. Wir haben 12.000, okay? Das wirklich eine Menge ist. Dann würde ich sagen, wir kaufen erstmal das hier. Wir müssen das hier verbessern, natürlich. Moment mal, habe ich dann genug Platz für Stages? Das weiß ich nicht, natürlich. Na gut, wie auch immer. Ich würde sagen, wir werden auf Ready drücken und jetzt werden wir das hier. Wir werden das hier nehmen. 15 Gewicht, okay? Und versuchen da die ganzen Sachen zu bekommen. Ja, weil ich meine, wieso eigentlich nicht? Boom, boom, let's go. Boah, wir sind so schnell, Leute, das ist unglaublich. Weiter, 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 komm schon, flieg, flieg, flieg. Boah, wie weit kommen wir? Schon einiges auf jeden Fall, oder? Obwohl wir Gewicht an uns dran haben. Ja gut, so weit kommen wir jetzt auch nicht. Ah, 100.000, ist es möglich? Wie soll ich bitte damit 15 Gewicht alles schaffen? Das verstehe ich gar nicht, Leute. Ich weiß nicht, wie ich alles schaffen soll. So gar nicht. Ich kann es mir wirklich gar nicht erklären. Aber Skateboard ist ziemlich geil. Denn er lässt alles fallen und fliegt dann einfach ganz normal weiter und 100.000 schaffen wir, oder? Komm schon, 100.000, Buddy, 100.000, yes. Yes, wir haben 100.000 geschafft. Das gibt uns eine Menge BP, 8 BP. Okay, das ist gar nicht so viel. Aber, na gut, wie auch immer. Und das war's. Das war's, so wie es aussieht. Ich muss sagen, zufrieden bin ich nicht, aber ich meine, was soll ich tun? Wir können jetzt wahrscheinlich in den BP-Bonus-Shop, oder? Genau, wir haben 300 BP. Ist das gut? Premium Spring. Get more Oomph out of your launches. Also wenn ich quasi springe, dann bekomme ich mehr davon und ich gebe alle dafür aus. Ja, ich gebe alle diese Sardinen aus, nur um davon mehr zu haben. Jetzt habe ich es auch auf Max. Jetzt habe ich schon 4 Sachen auf Max. 4 Sachen. Okay, das ist cool. Das ist sehr nice. Escape Pods. Jetzt haben wir mehr Platz hier. Oh, das ist cool. Ich verkaufe das mal und kaufe mal... Ich würde hier gerne was kaufen. Ein RPG. Ja, ich kaufe einfach mal eine RPG, was auch immer das bringen wird. Ich schätze mal, wir werden es sehen. Also, ich würde sagen, let's go. Und lass mal sehen. Ich meine, 200.000 damit zu schaffen, wird extrem hardcore schwer, Leute.
Ich weiß wirklich nicht, wie wir das machen wollen. So gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich bin sehr gespannt. Und weiter geht's. Komm schon. Flieg, flieg, flieg. 100.000. Sehr gut. Und weiter, 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 weiter. Yes. Wow. 129.000, Leute. 129.000 mit Gewicht. Das war gut. Sehr gut sogar. Also beschweren werde ich mich da definitiv nicht. Das können wir jetzt verkaufen. Und wir können jetzt hier sowas kaufen. Obwohl, das ist alles so viel Gewicht, ne? Oh nein. Das ist natürlich blöd, wenn das alles so viel Gewicht ist. Ich denke, das ist okay. Shuttle Reactor. Ich weiß nicht mal, was es ist. Ich probiere es mal. Es hat aber viel Gewicht, Leute. Das ist halt das Problem. Mit zu viel Gewicht kommen wir nicht allzu weit nach oben. Lass mal sehen, lass mal sehen. Und was macht das Teil? Wie aktiviere ich das? Ich habe keine Ahnung, wie ich es aktiviere. Oh, 100.000 jetzt schon? Wir haben jetzt schon 100.000? Wow, das ist echt krank, Leute. Okay, wird das komische Teil noch aktiviert da oben bestimmt, oder? Bitte aktiviert das Teil, bitte aktiviert das Teil. Ja. Oh. Das ist gut, Leute. Sehr gut sogar. Oh, das Teil. Wow. Das ist der Hammer. Okay, damit können wir auf jeden Fall das schwere Gewicht tragen, oder? Ich denke, ja, Leute. Ich denke, damit könnten wir richtig abgehen, Leute. Drück. Nice. Und jetzt flieg, flieg, flieg. Wir haben noch das hier. 150.000. Alter Schwede, wir haben bald 200.000 mit Gewicht. Mit Gewicht, Leute. Zwar noch nicht ganz, aber bald auf jeden Fall. 170.000 ungefähr. Das war gut, Leute. Das war richtig gut. Wirklich. Wow. Und wir können sogar Escape und noch verbessern und hier sogar noch was holen. Wie geil ist das denn bitte? Hier F1 Bell Snoozel. Können wir zweimal holen. Soll ich es nochmal holen? Ja, ich hole es nochmal. Ich meine, wieso eigentlich nicht? Und das können wir ebenfalls verbessern, was sehr nice ist. Dann lass mal sehen, wie hoch wir jetzt kommen, Leute. Ich bin ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt. Und was ist, wenn ich jetzt die Maustaste drücke? Da wird er wahrscheinlich das mal einen aktivieren und dann den anderen, oder? Ich glaube ja, Leute. Und jetzt flieg, flieg, flieg. Und jetzt aktiviert... Ah, vier... Oh! Er aktiviert gleich zwei auf einmal. 193.000 haben wir bekommen. Das heißt, wir müssen die quasi noch ein bisschen upgraden und dann haben wir alles. Wow. Das ist der absolute Hammer, Leute. Was soll ich verbessern? Ich glaube, ich verbessere... Ist ein bisschen schwer, Leute. Ich glaube, ich verbessere das hier, oder? Ja, das verbessere ich. Könnte eine gute Idee sein, Leute. Das ist maximales Level. Okay, sehr interessant, sehr interessant. Da werde ich mal aus Spaß mal... Ich glaube... Nee, Mini-Helpers werde ich nicht wegtun. Nee, 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 nee. Mini-Helpers tue ich nicht weg, Leute. Und take off. Let's go. Nach oben. 100.000 schon. Okay, es geht sehr weit. Vielleicht ist es hier sogar besser, wenn ich die zwei Sachen zum Schluss aktiviere, oder? Jetzt zum Beispiel. Wenn ich die jetzt aktiviere. Oh, jetzt. Warte. Oh, wir kommen auf 200.000. Wir haben 200.000 geschafft. Wir haben 200.000 geschafft, Leute. 221.000. 221.000. Das war ein Traum. Ich meine, wir haben es gemeistert. Jetzt können wir quasi das Gewicht noch erhöhen. Auf 75. Von 15 auf 75. Und da gibt es noch 150. Oh Gott, das war so krank, Leute. Ich weiß nicht. Mit Floatify, ja, mit diesen Sachen können wir es schaffen. Stimmt. Mit diesen Sachen können wir es sogar schaffen. Aber sie kosten Geld. Und ich habe gerade keine... Doch, ich habe 3 Sardinen. Ich habe 3 Sardinen, aber ich werde erstmal nichts kaufen. Ich will mal gucken, wie weit ich komme. Einfach so. Es muss ja auch so möglich sein, oder? Alter, wie weit komme ich? Na gut, gar nicht so weit, ehrlich gesagt, oder? Obwohl, es geht. Flieg, flieg, flieg. Oh, das Gewicht ist echt schwer, Leute. Ich werde diese Teile aktivieren müssen, um weiter nach oben zu kommen. Wow, das ist echt zu hart, Leute. Es ist sehr schwer. Meine Güte, ja. Das ist hardcore. Also dieses Gewicht, das zieht einen echt runter, Leute. Kann man nicht anders sagen. Komme ich wenigstens auf 100.000? Nee, ich glaube nicht. Nee, diese Rakete alleine reicht nicht, oder? Ich verliere immer mehr Geschwindigkeit nach oben. Oh, oh, das ist ganz und gar nicht gut, Leute, was da vor sich geht. Komm schon weit nach oben. Noch 3.000 Meter. Na, das war's, das war's. 100.000 wird nicht, oder? 100.000, bitte, bitte, 100.000, bitte, 100.000. So knapp, Leute. Warte, es geht weiter, es geht weiter. Ja, wir haben 100.000 bekommen. Alter, es geht weiter, ich habe schon aufgegeben. Ich habe wortwörtlich aufgegeben, Leute. Aber nein, es geht weiter. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Komm schon weiter, weiter, weiter. Und wir haben 108.000 geschafft. Das war cool. Das war richtig geil, Leute. Alter, mit so viel Gewicht. Das war der Hammer, wirklich. Ich werde mal Escape Pod verkaufen. Und ich werde mal Space Shuttle holen. Ich weiß, es ist ein bisschen selbstmordmäßig. Aber Leute, ich denke, wir müssen es tun, weil dadurch können wir mehr davon hier holen. Was sehr, sehr cool auf jeden Fall ist. Also mehr dieser Shuttle-Reaktoren. Oder was auch immer das sein soll. Wir müssen die Teile holen. Oder RPG könnte ich auch versuchen zu holen. Obwohl, das wird mich nicht so hoch bringen, denke ich. Nee. Wird mich wahrscheinlich nicht so hoch bringen. Mini-Helpers kann ich auch langsam verkaufen. Ja, denke ich schon. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich denke nicht allzu weit, Leute. Ich denke nicht allzu weit, oder? Obwohl, naja, es geht auf jeden Fall. Ich meine, der Flug wird sehr lange dauern. Aber ich bin sehr gespannt, Leute. Ach, die Pinguine, die sich an der Seite festhalten, die haben so kleine Jetpacks. Sehr interessant. Lass mal sehen. So, jetzt lass mal nach oben fliegen. Ich meine, das ist schon sehr geil auf jeden Fall. Aber 100.000 werde ich damit nicht erreichen, oder? Ich meine, das ist ja nicht mein Escape-Pod. Und ihr wisst, was es heißt. Nee, niemals im Leben reicht das. Oh Gott. Das reicht nicht. Das war's. Dieses Teil ist so schlecht. Wir können das Teil nicht länger haben, Leute. Es gibt mir nicht genug Boost. Das ist das Problem.
Dieses Teil, was ihr da seht, gibt mir einfach nicht genug Boost. Aber 100.000 habe ich geschafft. Also das ist schon mal sehr nice auf jeden Fall. Aber was passiert, wenn ich gar nichts mehr habe? Ich verstelle mal die Zeit. Passiert da noch was? Nee, ne? Nee. Hier passiert gar nichts mehr. Also, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Das ist schon ziemlich krass. Aber es gibt hier dafür mehr dieser Teile. Lass mal sehen, was wir holen können. Das lohnt sich nicht. Oh Gott, was lohnt sich denn? Power. Wir brauchen mehr Power. Das hat 3 Power, das hat 2,6 Power. Gibt's doch irgendwas? 4 Power. 4 Power? Alter. Wie viel Power? 54,2. Das ist gut. Wir brauchen etwas mit sehr viel Power, Leute. 54,2? Ich hole das mal zweimal, Leute. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen gespannt. Und das packe ich dann ebenfalls nach oben, sodass es gleich aktiviert wird. Dann sind die Teile gut. Die Teile sind ganz gut, oder? Aber sind die besser als Mini-Helper? Das frage ich mich, Leute. Ich weiß nicht genau. Na gut, wie auch immer. Wir verlangsamen mal die Zeit und versuchen noch einmal 200.000 mit dem Gewicht zu erreichen, was sehr schwer auf jeden Fall sein wird. Dann lass mal sehen, wie hoch wir kommen. Er fliegt, er fliegt, er fliegt. Boah, wir haben auf jeden Fall eine Menge. Okay, sobald wir Geschwindigkeit verlieren, werde ich einen Booster... Ja, jetzt Boost. Sehr nice. Perfekt. Fliegt weiter. Nein, Boost, 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 Boost. Wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Boost, Leute. Deutlich mehr Boost. Und wie sieht's jetzt aus? Komm schon. Wow, wir fliegen. Ja, ach so, die Teile haben nur für eine Sekunde. Verstehe. Die Teile haben nur für eine ganz kurze Zeit so einen Boost. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut, nee. Ich weiß nicht, ob Space Shuttle das Beste ist. Ich glaube eher weniger, Leute. Ich glaube, Space Shuttle ist gar nicht das Beste, obwohl. 100.000. Ja, wir haben wieder 100.000, was auf jeden Fall sehr schön ist. Aber so weit nach oben werden wir nicht kommen. 200.000 werden wir so nicht erreichen. Das ist das Problem. 200.000 werden wir so nicht erreichen. Vor allem, die, wie viel Gewicht haben die? Die haben null Gewicht. Das heißt, die sind schon ganz geil. Lass mich mal aus Spaß die verkaufen, okay? Und mehr mit null Gewicht nehmen. Hier, ich verkaufe die mal. Und investiere die in Mini-Helpers. Oh, Multi-Rockets sind auch geil, oder? Power haben die aber wenig. Die haben viel Power. Sind aber nur von Anfang da, by the way, ne? Aber Mini-Helpers sind schon ziemlich geil. Ich versuche mal viermal Mini-Helpers. Viermal, okay? Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen gespannt. 57.000 habe ich. Ups, was habe ich? Spin-Booster, wollte ich gar nicht, lol. Was ist ein Spin-Booster überhaupt? Keine Ahnung, spielt keine Rolle für mich. Ich will es nicht verkaufen, ich will es upgraden. Wir haben es geupgradet, dann können wir auf jeden Fall die hier verkaufen. Weil die brauchen wir nicht. Die können wir für... Das ist schwer. Ich glaube für RPGs. RPGs haben eine Menge Kraft und eine Menge Tank. 180, na gut, gar nicht so viel. Banshees haben sehr wenig. Das ist ganz und gar nicht gut, Leute. Haben aber wenig Gewicht, oder? Nehmen wir mal aus Spaß Banshee. Okay, wir probieren mal Banshee. Zweimal und dann schauen wir mal, was das machen kann, weil... Wie gesagt, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, aber was kann ich verbessern? Das kann ich eigentlich verbessern, ne? Stimmt, wenn ich das verbessere, das macht das jetzt zu etwas ganz anderem, ne? Das stimmt. Okay, lass mal sehen. Wir haben... Boah, das ist extra, das wird jetzt heftig, Leute. Wir haben viermal Mini-Helpers, okay? Fast auf vollem Level, Leute. Der Start sollte so brutal gut sein. Wow. Die Mini-Helpers helfen sehr lange, ne? Es ist schon ziemlich krass auf jeden Fall, wie lange die helfen. Das Ding ist nur, solange die weg sind, sobald die weg sind, ja, haben wir gar nichts mehr. Und dann haben wir nur noch Banshee. Banshee hilft nur beim Wind. Ah, nee. Nee, nee, nee. Wir fallen runter. Nein, nein, nein. Das ist grausam. Nein, Banshee klappt gar nicht mit leichten Objekten. Also wir können das halt quasi so schwer machen, wie wir wollen. Aber wir brauchen mehr von den Shuttle-Reaktoren, glaube ich. Wir brauchen mehr von den Shuttle-Reaktoren auf der höchsten Stufe, aber glaube ich. Ich glaube auf der höchsten Stufe. Ich kaufe die mal zweimal und packe mal das hier hin. Und dann packe ich das hier hin. Die Rakete packe ich zum Schluss hin. Und dann lass mal sehen. Unser Ziel ist es, mit dem Gewicht 200.000 zu erreichen. Wird natürlich ein bisschen schwer. Bisschen sehr schwer sogar. Aber ich bin gespannt, ob das möglich ist. Und das Teil hat jetzt auch viel mehr Energie, seitdem ich es geupgradet habe, oder? Ja, ich glaube, das Teil wird viel mehr Energie haben, Leute. Boah, sieht auch viel geiler aus, ne? Ist auf jeden Fall der Hammer, Leute. Es fliegt auf jeden Fall sehr schön nach oben. Sehr schön nach oben. Ja, sehr schön, Leute. Wir müssen das einfach nur alle davon auf Max-Stufe. Und dann haben wir schon das, was wir wollen, obwohl. Doch er hält immer noch sein Gewicht, immer noch. Seine Schnelligkeit, meine ich, nach oben. Das ist seine Schnelligkeit nach oben. Also, es kommt schon auf das Level an, natürlich. Logisch, logisch. Also, je besser das Level ist, desto höher kommen wir. Wow, 122.000 schon. Die Teile halten Ewigkeit. Wenn wir drei Teile davon haben, ne? Kommen wir, wohin wir wollen, Leute. Aber jetzt verlieren wir sehr viel Gewicht. Aber noch nicht. Wir machen einfach... Ich verstelle mal die Zeit, Leute. 150.000. Nice, nice, nice. Und was macht Rakete? Ist das gut? Ist Rakete effektiv? Ich glaube mal eher weniger. Nein, Rakete können wir verkaufen. Entweder wir können Rakete extrem upgraden oder wir verkaufen sie. Und ich bin fürs Verkaufen, Leute, weil es macht keinen Sinn. Das hier ist Shuttle Beams, sind das Beste. Können wir das hier upgraden, Max Level, das hier upgraden. Und dann upgraden wir das jetzt die ganze Zeit, bis wir halt genug Geld haben. 160.000, 170.000.
Es geht weiter, Leute. 180.000, sehr geil. 190.000, es geht immer noch weiter. Und 200.000 mit dem Gewicht, Leute. Mit dem Gewicht. Perfekt, perfekt. Wir können aufhören. 22.000 habe ich bekommen. Ich upgrade das jetzt enorm. Das upgrade ich ebenfalls. Und jetzt können wir quasi mit dem vollsten Gewicht hier arbeiten. Außerdem fällt mir gerade auf, wir haben sogar... Warte mal, kann ich nochmal zurück? Back to shop. Wir haben sogar hier bei Bonus Shop, haben wir doch neue BP. Increases the thrust of stages. Keine Ahnung, was es macht. Aber wir kaufen es einfach mal, weil ich meine, wieso nicht? Was ist das hier? Counter Wins. Okay, machen wir auch quasi der Gegenwind. Der wird ein bisschen schwächer. Wir kaufen einfach ein paar Sachen und dann gehen wir auf Ready. Und dann machen wir das mit 150 Kilogramm. Boah, ich bin gespannt, Leute. Oh mein Gott. Alter Schwede, wie gehen wir denn ab? Boah, schafft mir das so? Das ist das schwerste Gewicht. Man sieht das jetzt nicht, weil unser Space Shuttle so groß ist wahrscheinlich. Ja, doch, da ist es. Das Gewicht ist riesig, Leute. Das Gewicht ist wortwörtlich so riesig. Aber wir machen es wortwörtlich fast ohne Probleme. Naja, fast. Nicht ganz, aber fast auf jeden Fall. 200.000 werden wir fast erreichen. Wir haben es ja fast geschafft, oder? Wir haben es fast geschafft, Leute. Fast haben wir es geschafft. Also Space Shuttle ist alles, um es hinzubekommen. Sehr geil. Sehr geil, Leute. Ich verbessere das mal. Das ebenfalls. Und dann machen wir es nochmal. Wow, 180.000, nur noch 20.000 mehr. Und dann haben wir es. Oh Gott, 190.000. Wow, wir müssen es beim nächsten Flug schaffen. Wir müssen es wirklich, ja, beim nächsten Flug schaffen wir es, denke ich. 192.000. Wir müssen es beim nächsten Flug schaffen, Leute. Maximales Level, weiter. Okay, jetzt müssen wir es schaffen. 180, 190, ja, und 200. Wir haben es geschafft. Wie hoch kommen wir insgesamt? 209. Alter Schwede, das ist so unnormal. 213. Ja, das war heftig. Das war heftig, Leute. Haben wir nicht alles jetzt geschafft? Congratulations, you completed payload mode in 60 days. Each time you complete a new game, a story, payload or classic mode, you unlock new items and get bonus points. Okay, wir können jetzt hier ein paar Sachen ändern sogar. Und ich meine auswählen. Und jetzt bekommt man so Sardinen, bekommt man auf jeden Fall. Hier neue Items bekommt man. Sonic Drive. Es gibt noch mehr Items, by the way, ne? Thunderbird. A body. Ein Körper ist das, den man bekommen hat. Ein Körper, eine Stage, ein Boost. Wie geil ist das denn? Eine weitere Stage sogar. Ja, wir bekommen neue Sachen. Und wir haben den Sandbox-Modus. Das ist so cool, Leute. Den können wir ebenfalls spielen, Leute. Aber erstmal werde ich die Folge beenden. Kann ich jetzt mal ins Menü zurückgehen, weil hier kann man bestimmt, wenn man ein neues Spiel macht, hier kann man Sandbox. Da kann man ein bisschen was testen. Und Classic ist No Obstacles. The goal is to fly far. And why Horrence and Telly, the original... Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das können wir als nächstes spielen. Lass mal einen Daumen nach oben, dafür mehr davon. Falls du es bisher geschafft hast, schreibe Gewicht in die Kommentare und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!